den Fragen der Anzahl von Rechnern und so weiter, denke ich, kann Herr Cetta. Ohne Zweifel ist der Quantencomputer ein glänzendes Aushängeschild des Hightech-Standortes Deutschland. Und dass dieses Wunderwerk der Technologie in Baden-Württemberg beheimatet ist, verwundert eigentlich kaum. Denn das Bundesland gehört ja schon seit Jahren zu den innovationsstärksten Regionen Europas, wobei hier der Landkreis Böblingen besonders heraussticht. Bereits seit Beginn der Industrialisierung, seit den ersten Dampfmaschinen und Eisenbahnen, scheint sich das Rad des Fortschritts im Südwesten unseres Landes oft ein wenig schneller zu drehen als anderswo. Vielen, vielen Dank, Bundesministerin. Und manchmal ist das mit Erfindungen so, dass wir erst viele, viele Jahre später feststellen, was uns da im Grunde für einen Quantensprung dann gelungen ist. Manchmal kann man das nur erahnen, was das fürs Leben und auch für unser Arbeiten bedeutet. Jeder kompetent beantworten als ich, ja, jeder gerne. Ja, ich nehme den. Mit dem Quantencomputer verbindet sich auch die Hoffnung, Laborversuche simulieren zu können, die ansonsten sehr, sehr aufwendig wären. Wir stehen aber erst am Anfang dieser neuen Technologie. Doch sie lässt gewaltige disruptive Innovationspotenziale erwarten. Denken wir zum Beispiel daran, dass es gilt, Kommunikation sicher zu gestalten, medizintechnische Durchbrüche zu schaffen oder Logistik und Materialforschung zu optimieren. Auch, denn jetzt kommt der Moment, Frau Bundeskanzlerin, Sie. Als ultraschnelle Parallelrechner können Quantencomputer in verschiedensten Bereichen Leistungsschübe für mehr Wertschöpfung schaffen, insbesondere in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis, die beiden sind sehr nervös, weil sie nicht. Der wichtigste Aspekt für die Industrie ist zunächst nicht der Quantencomputer selbst, sondern dessen Anwendung. Wir versprechen uns von der Anwendung ganz bahnbrechende neue Erkenntnisse und Möglichkeiten. Dies ist interessanterweise vor allem für die deutsche Industrie interessant und die Kombination Quantencomputer und deutsche Industrie sehe ich als weltweit ziemlich einmalig an. Schwätzer, mache. Auf gut Hochdeutsch, nicht reden. Natürlich sind wir mit solchen Überlegungen nicht allein auf der Welt. Insbesondere die USA und China investieren hohe Summen. Dabei geht es nicht allein um Grundlagenforschung, sondern verstärkt auch um Anwendungsfelder. Und das kann die Industrie, das kann die Forschung, das kann die Lehre heute tun. Wir sind also bereits inmitten eines intensiven Wettbewerbs. Und da möchte Deutschland ein wichtiges Wörtchen mitreden. Und das tun wir nun auch und gerade mit der Inbetriebnahme des IBM Q-System One in Eningen. Deutschland gehört in der Forschung zu Quantentechnologien zur Weltspitze. Und dort wollen wir auch bleiben. Wir wollen uns vor allem die Forschungsergebnisse auch möglichst schnell für wirtschaftliche Anwendungen zunutze machen. Und daher werden wir die Investitionen in Quantentechnologien seitens der Bundesregierung bis 2025 um zusätzliche 2 Milliarden Euro steigern. Dank, Professor Raimund Neugebauer und natürlich Martin Jetter.